Okay. Suche alle Spuren des Barons. Guck mal, wo wir noch weitere Ausrufezeichen finden. Das scheinen ja. Also die Ausrufezeichen, die jetzt hier ohne Map dahinter stehen, das scheinen ja die zu sein, die jetzt hier relevant sind. Das andere sind Zeitquests. Okay, Weltkarte. Skellige. Novigrad. Da wurde mir gerade was gesagt, dass da irgendwas Novigrad existiert. Das sind Anschlagpotter, die orangenen Sachen. Sieht so weit ruhig aus hier. Charakterpunkt habe ich gekriegt. Entschlossenheit. Nichtreflex haben wir hier noch. Das kann man noch nicht freischalten, aber wir können Muskelgedächtnis trainieren. Krafttraining. Erhöht den Schaden beim starken Angriff. Schnellen Angriff. Ich glaube, das müssen wir trainieren vor allem. Okay, können wir gar nicht. So, so rüsten wir es nur aus. Ah, jetzt haben wir es auf 2 gebessert. Noch 4 benötigt, damit war. Ah, okay. Dann würde ich mal vorschlagen, zurück zum Baron und fragen wir den nochmal. Und der was weiß. Hatten der Baron noch mal seine Feste? Es war doch irgendwo hier. Ja, das nur rausscrollen. So eine Sache. Beweg dich! Gehen wir erstmal in die Richtung nach Krefeld. Nur kein Bock. Nö, heute nicht. Nicht
zu tun, wie? Ich schon. Also zieh Leine. Oh. Gibt's noch eine Sache? Verdammt. Weg hier. Auf Tab hatten wir die. Okay, hier sind noch irgendwo Bogenschützen. Das ist wahrscheinlich eine Einzahl. Bin fast tot. Ich hab noch was essen. Flieh du now. Ja, toll, besoffen. Besoffen kämpft sich immer besser. Der war eine harte Nuss. Meine Fresse. Du bist überlastet, na toll. Das finde ich ja prickelnd. Können wir die Sachen wegschmeißen? Ein paar Äxte. Hexer-Stahlschwert, das macht nur 22 bis 26 Schaden. Das ist hier. Die haben auch teilweise Waffen mit. Mit irgendwas wegwerfen hier, das ist sowieso kaputt. Okay, was haben wir hier noch? Die Beine mal wegschmeißen. Könnte ich zwar irgendwann auch verkaufen, aber das sieht gar nicht übel aus. Stahlwaffe. 43 Schaden. 47 Schaden. Noch ein bisschen looten. Ein Relikt. Oha. Ach so, das ist nicht scheiße, die wir gerade weggeworfen haben. Na toll. Schaden. Kaputte Schwerter. Das brauche ich mal oben, das könnte man hier gebrauchen.
Waffe. 73 Schaden, naja. Nicht übel. Wie viel Schaden? 73, 59 bis 73. Wow. Das hat 347. 59 bis 73. Uha. Das nehme ich. Legendäres Schwert. Enorm viel mehr Schaden. Aber das sich mal nicht gelohnt hat. So, zum Baron wollte ich heute noch. Bevor wir für heute enden. Immer noch mal beim Büro nachfragen, ob er vielleicht eine Idee hat. Denn bisher gehen ja die orangen Ausrufzeichen auf der Karte aus. Müssen wir noch reparieren, wenn wir das dann Laufplätze. Wenn das Schwert dann mal kaputt geht, müssen wir das mal reparieren. Das werden wir nichts Besseres finden. 73 Schaden. 59 bis 73 Schaden. Das ist besser als alles, was wir jemals hatten. Das müssen wir uns aufheben dürfen, nicht wegschmeißen. Damit will ich jetzt mal einen Kampf sehen irgendwann. Okay. Ein Lager gibt's hier. Das wird gar nicht so verrückt, immer was zu lagern. Und immer wieder zurückkommen. Zwergenschnaps nehme ich natürlich mit. Hübsche Aufnahme. Ciri war also hier. Oh. Lager. Du kannst Waffen, Rüstungen und Gerümpel zur Sicherheit im Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen werden oder so sonst wie verschwinden können. Du kannst an verschiedenen Orten auf der Welt auf dein Lager, das hätte ich mal wissen sollen, bevor ich Waffen auf dem Weg abgelegt hatte. Wenn du an deinen Ort in Lager legst, die sind an anderen Orten verfügbar. Oder an denen das Symbol ist, kannst du dann, ja. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Okay, da sollte ich mal ein bisschen das Schwert ist auch nicht schlecht. 47. Das behalte ich. 42, 43. Achtundvierzig haben wir hier. Fünfundvierzig. Haben wir 44, 63, okay. Dich behalte ich. 51 bis 63 Schaden. Die Rüstung können wir auch ablegen. Die wir nicht anhaben. Reparaturkit haben wir, müssen wir nur herausfinden, wie wir reparieren.
Okay, jetzt haben wir hier die 63 Schaden. Ein paar Fackeln. Behalten wir mal. Diesen Plunder müssen wir mal ablegen. Die Bücher auf jeden Fall. Das andere Zeug habe ich immer mit dabei. Können wir irgendwann mal verkaufen. Und die Bücher, dann können wir auch hier wirklich mal zurückkommen und hier mal eine Lesestunde machen. Seht ihr, was wir hier reihenweise. Siebzehn Schnaps haben wir hier. Ja. Edelwort. Wo hatte Ciri das her? Hier gibt es Hinweise. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die müssen Ciri gehört haben. Ja. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Okay, offensichtlich haben wir hier schon was gefunden. Im Lager. Kommen wir jetzt mal zum Barone-Thema. Du da, Weißer! Du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Rarira, Raratanga. Wo ist denn der Baron? Wird mir gar nicht mehr angezeigt. Eine Krankheit sucht mich heim. Etwas düster hier. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Tja, spielen wir zum Abschluss noch eine Runde Gwent. Ich bin immer in Stimmung für Gwent. Jetzt die Fragen, wie ich weiterkomme. Wie ich da... Kann losgehen. Was ich weitere Infos finde. Okay, kann man kämpfen. Können wir den hinzufügen? 23 Karten. Okay, auf geht's. Der Gegner beginnt. Extremrichter Nebel setzt die Stärke aller Fernkampfkarten beider Spieler auf 1. Strömender Regen setzt die Stärke aller Belagerungskarten beider Spieler auf 1. Horn der Kommandanten verdoppelt die Stärke aller Einheitenkarten dieser Reihe. Maximal eine Karte pro Reihe. Lege eine Karte und ziehe dafür eine neue 0 von 2. Okay. Runden beginnen. Der Gegner ist am Zug. Mit der zweiten und dritten Runde habe ich noch nicht verstanden, was da los ist.
Okay, warum konnte die jetzt auf meinem Platz ablegen? Ja. Fange ich mal hier an. Liegen das am Zug? Was legen denn die bei mir ab? Muss die auf dem gegnerischen Feld ablegen oder was? Habe ich das deswegen erst noch nicht verstanden? Nee, kann ich aber nicht. Sehr seltsam. Die erste Runde habe ich bisher mal ganz gut geschafft, aber. Gegner ist am Zug. Belagerungskarten auf 1. Noch nicht nötig. Noch führe ich Haus hoch. Es würde mir sogar schaden. Na, wenn du solltest einsetzen. Lässt mich aber auch verlieren. Ich bin am Zug. Setz mal hier vorne eine. Krieg ich 4 mit 1. Jetzt hört er wieder auf. Jetzt führe ich wieder. Ich verliere das hier. Wird auf 1 gesetzt. Jetzt habe ich nur noch 1er. Er führt Haus hoch. Oha. Kritisch geschlagen. Dina passt. Gegner hat die Runde gewonnen, okay. Was jetzt mit der zweiten Runde abgeht, verstehe ich auch noch nicht. Wie man da... Okay, mit einem Zug hat der Gegner die Runde gewonnen. Ich verstehe das Gewinnspiel einfach nicht. Bei diesen Topfen und Malz zwar nicht ganz verloren, aber du musst an deiner Technik arbeiten. Komm doch mal wieder vorbei, dann spielen wir noch ein Ründchen. Ich blick's nicht. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Bis dann. Okay, müssen wir wohl noch ein bisschen weiter suchen. Ich suche alle verbleibenden Spuren und wähle und finde die Bauer, die Frau des Barons. Tja. Schauen wir mal nächstes Mal, wie wir es jetzt hinkriegen. So, dann würde ich mal sagen, erstmal auf Meditation setzen. Okay. Na dann.
Schauen wir mal. Hat sich auf der Map noch was aktualisiert? Ansonsten sehe ich da gerade nichts, was hier noch. Story-technisch geht. Die Familienangelegenheiten waren mit Ausrufezeichen geklärt und geregelt. Nach Novigrad wurde irgendwie gesagt, dass ich da nochmal hinfahren sollte. Empfohlene Stufe 10, okay. Wir sind gerade 5 geworden. Empfohlene Stufe 1 und empfohlene Stufe 16. Okay, ansonsten könnten wir uns mal in Richtung Novigrad aufmachen. Oder hier noch ein paar, kann man am Anfang des nächsten Streams noch mal ein paar Sidequests machen und dann schauen wir mal, ob wir gegen Novigrad aufbrechen oder. Ob wir mal, ja, ob wir einen anderen Weg finden. Ein bisschen mit Dächer spazieren. Oh, hier ist ein neuer Kristall. Liegt jemand tot rum? Sollten wir vielleicht ins Lager bringen, bevor wir aufbrechen? Was machen wir gerne auf Assassine? Auf den Dächern rum. Autsch. Bin ich daran jetzt ernsthaft gestorben? Okay, hier sind wir nach dem Windspiel. Na dann. Haben wir nicht hier noch irgendwo ein. Achso, auf dem Dach haben wir da. Da hole ich mir das nochmal ab. Wir haben noch einen neuen Kristall gekriegt. Das Schwert kann man ja mit rein ausrüsten. Bei Chemie habe ich mich auch noch nie großartig drum gekümmert. Nein, nicht vom Dach fallen. Diesmal nicht. Hier oben gab es was Leckeres. Hier die Rune. Diamantstaub. Auch nicht schlecht.
Rustiges Schwert. Okay, ich finde, wir sollten hier mal oben auf dem Turm mal ein bisschen meditieren. Oh, Quest steht hier. Zieh Fußstapfen. Finde heraus, ob Zier sich in Skellig, ob Wellen oder Novigrad befindet. Okay. Habe ich jetzt angehakt. Wie hake ich sie wieder aus? Familienangelegenheiten und such alle. Hat mir das vielleicht jetzt angezeigt? Wenn ich es auf die Karte markiert habe. Dann war ich blöd und habe das nicht markiert. Ah ja, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns schon nach Novigrad wagen sollten. Gucken wir mal das nächste Mal. So. Regnet immer noch. Na toll.